Was ist der Unterschied zwischen 2, 2 und 2? Ja, der Unterschied könnte kaum größer sein. Und wie dieser zustande kommt und warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. So, einmal kurzum, wo sind die Unterschiede zwischen diesen Werten? Also, kurz gesagt, das ist von einer 2 im Datentyp String, ja, mit unter Anführungszeichen gestellt ist das ein String. Das ist ein Character und das ist ein Integer. Das heißt, wir haben hier drei unterschiedliche Datentypen. Während ein String eine Zeichenkette ist, die auch ganze Bücher beinhalten kann, ist ein Character nur ein einziges Symbol. Und ein Symbol ist eine 2 genauso wie ein X oder ein Y. Also ein Symbol ist einfach nur ein einziges Symbol. Und in diesem Fall ist es zufällig eine 2, während das ganz rechte eben ein Integer ist. Und ein Integer ist einfach eine Zahl. So, aber gerade das in der Mitte macht durchaus spannende Elemente oder spannende Sachen. Aber zuerst beim Integer mal geschaut, okay, wenn wir diesen 2 eine 1 addieren, dann kommt natürlich eine 3 raus. Ja, was auch sonst. Wie sieht es aber aus, wenn wir bei einem Character das Plus als Operator anwenden? Und dann kommt raus, aus 2 plus 1 kommt 51 raus. Und das ist jetzt etwas komisch. Für die meisten zumindest. Ja, wie schaut es beim String aus? Wenn ich einen String entsprechend zusammenhänge, zusammenkette, 2 plus 1 ergibt hier einen Fehler. Ja, einen Fehler, da muss ich erst die 1 umwandeln in einen String oder die 2 umwandeln in einen Integer, dann kann ich damit rechnen. So als String geht es nicht wirklich gut. Gut, also links macht irgendwie Sinn. Rechts macht irgendwie Sinn. Das in der Mitte für die meisten nicht. Also wollen wir das Geheimnis nun mal lüften. Und zwar ist das jetzt so, dass diese 2 als Character, das ist, also den hinterliegt der ASCII-Code mit dem Wert 50. Ja, jeder Buchstabe, jedes Symbol hat einen entsprechenden ASCII-Code, die sind definiert. Und 2 hat in dem Fall den ASCII-Code 50. Und wenn wir die 2 sozusagen addieren, dann wird in Wahrheit der ASCII-Code verwendet. Wir können einen Character auch als Integer casten, dann verwendet er genauso den ASCII-Code. Also der Rechner verwendet dann den ASCII-Code 50 und wir können ganz normal damit rechnen. Also immer wenn wir eine Rechenoperation mit einem Character machen, dann nimmt er in Wahrheit den ASCII-Code und deswegen ist 2 plus 1 51. Gut. Nochmal im Detail angesehen, was ergeben bestimmte Operationen? Also, wir haben gesagt, bei 2 ist das der ASCII-Code 50, hier habe ich entsprechende Rechenoperationen zur Verfügung. Das heißt, ich kann 2 plus 2 rechnen und es kommt 100 raus. Ja, sollte inzwischen naheliegend sein. Warum? Weil er den ASCII-Code verwendet und 50 plus 50 ergibt 100. Wie sieht das aus, wenn wir mit Strings arbeiten? Strings sind sozusagen ein Array, eine Kette von Zeichen. Und hier sagt er nicht einfach, dass er mit den ASCII-Codes rechnet, denn dann wäre es ja irgendwie ganz komische Zahlen. Ja, wir können hier nicht rechnen. Hier ist es eine entsprechende Verkettung. Das heißt, das Plus bei Strings hängt einfach die zwei Zweien sozusagen zusammen. Ja, warum? Weil auch hier sind es einzelne Texte, da könnt ihr auch irgendwas stehen, Wolfgang und Susi, ja, dann würde das Plus Wolfgang Susi erzeugen. Ein Character hingegen auf der rechten Seite kann immer nur ein Symbol beinhalten und dort rechnet er mit den ASCII-Zeichen. Also, mal ganz kurz, der Unterschied zwischen 2, 2 und 2 erklärt oder versucht zu erklären. Ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter. So, wie kommen wir zu diesen ASCII-Werten? Das möchte ich euch noch kurz zeigen. Eine Option ist, dass wir auf ascii-table.com einfach mal nachsehen. Und hier sieht man rechts in rot geschrieben einen entsprechenden Character. Also hier sieht man auch die 2. Und wenn wir nach links gehen, wäre die Dezimaldarstellung der Wert 50. Ja, wir sehen auch, das A hat eigentlich den Wert 65, das B hat 66, C 67, klein a hat 97.
Das heißt, wir können auch sozusagen klein a plus klein z rechnen und dann würde einfach die linke Spalte, die Werte in der linken Spalte einfach addieren. Ja, wir können auch hier bestimmte Steuerzeichen nehmen, die Space, die Leertaste hat den Wert 32, ja, können eine Leertaste plus klein n würde ergeben den Wert, ja, 142. So, wie kann ich jetzt aber eigentlich machen, dass ihr einen Character oder einen Integer wie einen String behandelt? Und ja, ich kann ihn immer in einen String umwandeln. In C-Sharp heißt das, Name der Variable, Punkt to String, Klammer auf, Klammer zu, und dann funktioniert es. Gut, probiert es mal aus, mit Characters zu rechnen, zu arbeiten. Ja, probiert mal aus, was ergibt Character groß T plus den Wert 5 und schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.